Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel der Interviewserie Zeitenwandel. Die erste Staffel zu diesem Thema lief im Februar und du kannst dir alle Interviews noch auf meinem YouTube-Kanal Quantensprungbrett anschauen. Mein Name ist Astrid Witt und mein heutiger Gast ist der Schweizer Markus Rueck. Herzlich willkommen, Markus. Hallo Astrid. So, die Zuschauer schreiben mal eben, ob wir beide gut zu hören sind. Und ich freue mich schon, wir haben ein ganz internationales Publikum aus Belgien, aus der Schweiz, aus allen Ecken von Deutschland, Thüringen, Hamburg, Niederbayern, nochmal Zürich, Baden-Württemberg. Freue mich, dass so viele schon da sind, 106 Leute, das wird sich hoffentlich noch ein bisschen aufbauen. Lieber Markus, warum geht es heute Abend in dem Interview mit dir? Immer mehr Menschen fühlen sich unwohl an ihrem Arbeitsplatz, erleiden einen Burnout oder zweifeln am Sinn ihres Lebens. Sie machen sich auf und wollen ihr Leben entschleunigen, vielleicht näher an der Natur leben. Und sie suchen häufig nach Gemeinschaften von Gleichgesinnten oder zumindest nach hilfreichen Tipps für ihre derzeitige Situation. Was hat dich an den Punkt gebracht, dass du jetzt ausschließlich auf Spendenbasis ein Newsletter betreibst, in dem du, wie du es sagst, dir die Perlen aus der Informationsflut suchst. Magst du ein bisschen was zu deinem Lebensweg erzählen? Ja, ich habe mich schon immer politisch engagiert. Mit 18 habe ich meine erste Podiumsveranstaltung organisiert in unserem Dorf. Und das ging dann so weiter. Und ich versuche, Spiritualität und Politik unter einen Hut zu kriegen. Das ist nicht so einfach, weil diese Fraktionen sind zerstritten. Die Spirituellen wollen nichts wissen von den Politischen und umgekehrt. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man beides zusammenführt auf eine gute Art. Und den Newsletter mache ich seit etwa 15 Jahren. Und die letzten Jahre kann man zurückverfolgen auf der Homepage. Es gibt jede Woche einen. Und die Themen sind Krise als Chance, Masseneinwanderung, Lichtblicke, Permakultur und ähnliche Sachen. Und der Sinn des Ganzen ist, ich mache nicht einen Newsletter für Schlafschafe, ich will auch nicht missionieren, ich will auch niemand überzeugen. Das finde ich kontraproduktiv. Meine Intention ist, ich mache einen Newsletter für die Leute, die etwas machen wollen. Mit Betonung auf Tun und nicht auf Schwatzen oder auf. Und denen möchte ich gerne die Informationen liefern. Und da achte ich auch darauf, dass ich positive Beispiele bringe von Leuten, die schon irgendetwas machen, irgendetwas Sinnvolles. Ich sage dem so. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann entweder das System bekämpfen oder man kann die Welt neu kreieren. Und das ist, früher habe ich etwas zu vehement vertreten. Die zweite Variante bevorzuge ich. Und ich habe auch gewettert gegen die Sekten und die Sektierer und die Dogmatiker. Und eine Therapeutin hat mir dann mal gesagt, ja, wir waren früher alle in einer Sekte. Das ist ein Entwicklungsweg. Das muss man lernen. Und jetzt versuche ich, den Zuhörer oder den Gesprächspartner dort abzuholen, wo er steht, mit dem Ziel, dass ich nicht Widerstände wecke, sondern dass ich Einsicht wecke. Idealerweise, dass die Leute dann selber auf die Idee kommen, was sie machen könnten. Und Das da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ich für mich habe dann lange gesucht, das ganze Leben lang, weil ich realisiert habe, wenn wir etwas verändern wollen, dann müssen wir
das Bewusstsein verändern. Und zwar im Kopf und im Herzen. Und dann habe ich mir die ganze Zeit überlegt, ja, was hat die größte Hebelwirkung? Und man weiß ja, Bewusstseinsentwicklung, das läuft nicht über Bücher, das läuft auch nicht über solche Videochats, wie wir jetzt gerade machen, läuft auch nicht über Workshops, wo man eine Methode lernt, oder läuft auch nicht über Therapie. Es läuft über Erfahrung. Die Leute machen Erfahrungen. Und die beste Therapie ist das Leben. Ja, das ist aber nur eine sehr gute Therapie, wenn man auch bereit ist, das Leben als Geschenk anzuerkennen und sich nicht als ständiges Opfer widriger Umstände fühlt, an denen man nichts ändern kann. Und dich habe ich so verstanden, dass du eben genau diese Tipps gibst, dass man sich nicht als Opfer widriger Umstände fühlen muss, sondern dass man lauter Hinweise und Inspiration kriegt, wie man an sich und an seiner Umgebung was verändern kann. Genau. Wir sind im Prinzip alle Schöpferwesen. Wir haben alle Schöpferkraft. Wir können etwas kreieren, wir können etwas entwickeln, wir können Projekte machen, wir können Familie gründen, wir können etwas machen. Und die große Frage ist jetzt, setzen wir unsere Schöpferkraft bewusst ein oder unbewusst? 99% der Leute unbewusst. Und das, was wir denken, was wir fühlen, was wir sagen und was wir tun, das kreiert unsere Realität. Und deshalb ist es entscheidend, dass wir unsere Schöpferkraft zurückerobern, dass wir ganz gezielt denken, fühlen, reden und tun. Also eine Grundvoraussetzung ist zum Beispiel, ich habe vielleicht 3 Jahre oder 4 Jahre, habe ich nichts anderes gemacht als rausmisten. Ich habe in mich hineingehört, was denkt es dann denn da die ganze Zeit? Ist das von mir oder ist das irgendwoher anders? Ist das von meinen Eltern, von der Schule, von Schulkollegen oder ist es sogar vom Kino? Vor allem bezüglich Beziehungen kommt ganz viel aus Hollywood-Romanzen, was wir das Gefühl haben, das sei dann Liebe. Und das muss alles rausgemistet werden und wir müssen entscheiden, will ich das noch oder will ich das nicht? Ist das von mir? Nützt das mir und dem großen Ganzen? Oder ist das irgendetwas anderes? Und das hat sehr gut gewirkt. Es gibt da noch viele andere Sachen. Aber ich würde es mal so zusammenfassen. Wir haben in unserem Leben die Möglichkeit, wir können uns entweder die Hölle kreieren oder den Himmel. Ja, hier schreiben schon, der Chat ist schon sehr, sehr lebhaft. Bevor wir noch auf unser Kernthema kommen, das war jetzt eine fantastische Einleitung, die du uns gegeben hast, dass wir ja über Gemeinschaften reden wollen, wie könnte man Zusammenleben vernünftiger organisieren, habe ich hier eine Frage, die bezieht sich darauf, wir sind alle in einer Sekte gewesen. Wie meinst du das, dass wir alle irgendwie früher in Sekten gefangen waren? Ja, das meine ich nicht, aber diese Therapeutin hat das gemeint. Und die meint, wir machen alle in mehreren Leben, mehreren Nationen verschiedene Entwicklungsschritte. Und das ist auch so, die meisten Leute, ich würde mal sagen, 2/3 der Leute sind dogmatisch, fundamentalistisch. Die einen extremer, die anderen lockerer. Aber das ganze Weltbild, was wir übernehmen, daran halten viele krampfhaft fest.
weil sie den Kontakt zu ihrer Seele, zu sich selber verloren haben. Die meisten Menschen haben eine schlechte Beziehung zu sich selber. Und erst wenn ich eine gute Beziehung zu mir selber habe, wenn ich Selbstermächtigung betreibe und Selbstliebe, erst dann kann ich eine gute Beziehung zu mir selber entwickeln und erst dann werde ich souverän. Vorher bin ich immer noch abhängig von meinem Partner, meiner Partnerin, vom Chef oder sogar von dem, was der Nachbar sagt. Ja, und wir sind natürlich alle in irgendwelche Clubs reingeboren worden, die man nicht unbedingt als Sekten bezeichnen würde, aber letztlich haben sie alle eine Konditionierung, nehmen sie mit uns vor, dass wenn wir uns ihren Regeln nicht anpassen, dann sind wir Außenseiter, was wir natürlich niemals möchten als soziale Wesen, als Menschen. Und da kann man natürlich jede Menge Clubs, ich sag's mal, das kann eine Partei sein, das kann eine Kirche sein, das kann ein Sportverein sein, dort macht man das so. Und wenn man das nicht so macht, dann gehört man diesem Verein nicht mehr an und dann fühlt man sich ausgestoßen und also beugt man sein Inneres, seinen Kern, vergisst man nach einer Weile, wenn man das macht. Genau. Weißt du, was ist die gefährlichste Sekte? Ich höre. Die gefährlichste Sekte ist der Neoliberalismus. Das musst du erklären. Ich habe mich mein ganzes Leben lang seit meiner Jugend mit Ökonomie befasst. Und vor etwa 10 Jahren habe ich dann aufgehört, die Wirtschaftsteile der Zeitungen zu lesen, als ich merkte, es schreiben alle genau dasselbe. Dort hat das angefangen, weil die dermaßen dogmatisch sind, dass die Journalisten nur noch eine Meinung vertreten durften, Neoliberalismus, und alles andere war gefährlich. Da haben sie mit der Zeit ihren Job in Frage gestellt, aufs Spiel gesetzt, wenn sie eine andere Meinung vertreten haben. Heute haben wir das in ganz vielen Lebensbereichen. Heute sagt man dem Political Correctness. Und angefangen hat es mit der Ökonomie, mit dem Dogma des Neoliberalismus. Hast du ein konkretes Beispiel, an dem du es festmachen würdest, wolltest? Ja, die Globalisierung. Die Globalisierung vertritt den Neoliberalismus auf der ganzen Welt. Und wer sich dem nicht beugt, der riskiert, dass er von den Amerikanern zuerst mit einem Informationskrieg überzogen wird, nachher mit einem Wirtschaftskrieg überzogen wird. Und wenn du dann immer noch nicht dich fügen willst, dann werden härtere Geschütze aufgefahren. Ja, wobei das ist jetzt im globalen Raum, aber wir können es ja auch an uns persönlich festmachen. Also wenn ich die Zeitung lese, dann finde ich ja wirklich nur Positives über die Wirkungen der Globalisierung. Ich lerne ja jeden Tag aus der Zeitung, dass wir diese Internationalisierung des Warenverkehrs, des Wirtschaftsverkehrs unbedingt brauchen. Und dass wir die Handelsschranken abbauen müssen und dass die Welt anders nicht mehr funktionieren kann, weil wir 7 Milliarden sind. Aber wenn man mal genau hinguckt, dann stellt man ja fest, dass von diesen 7 Milliarden, ich weiß nicht wie viele Millionen, nein, es ist vielleicht 1 Milliarde Europäer, Westeuropäer, Amerikaner ganz gut und sehr gut leben, während die restliche Welt eigentlich immer ärmer wird. Und selbst wir werden immer ärmer, weil unsere ganzen Arbeitsplätze ausgelagert werden in die dritte Welt, dort in Sklavenarbeit, teilweise Kinderarbeit verrichtet werden, damit wir ein billiges Produkt kaufen können. Aber die Arbeitsplätze haben wir nicht und unser Einkommen ist ja inzwischen relativ oder absolut so gefallen, dass man von einem Ernährer eine Familie nicht mehr ernähren kann. Wenn man nicht gerade in einem Spitzenjob ist, was man früher ja konnte. Genau.
Aber die gute Nachricht ist, das Blatt ist sich jetzt am Wenden. Wir sind in der Transformationsphase und ich mache unter anderem meinen Newsletter, um den Leuten Hoffnung zu machen, zu zeigen und Zuversicht, weil ich beobachte, wo wendet sich das Blatt, wo sieht man das in der realen Weltpolitik. Und das sieht man jetzt zum Beispiel in den USA, vor allem auf YouTube gibt es eine große Jugendbewegung von Jugendlichen, die vorher nicht politisch waren. Und jetzt schwappt das langsam auf Europa rüber. Aber in diesem Interview möchte ich eigentlich die wichtigeren Sachen bringen, weil das kann man in meinem Newsletter nachlesen und das ist nicht so wichtig. Das Wichtige ist, wie können wir uns befreien und was können wir tun? Genau darauf wollen wir heute Abend hinaus. Stichwort Gemeinschaften. Im kleinen Gründen, ist das die Lösung? Ja. Vor etwa 15, 20 Jahren wollte ich in eine Gemeinschaft ziehen. Da ich aber schon über 15 Jahre Therapieerfahrung hatte und viele Gruppen geleitet habe und selber in Gruppen war, zum Teil mit denselben Leuten über mehr als 10 Jahre, bin ich sehr in die Tiefe gekommen, bei mir selber, aber auch in der Gruppe und hatte da eine gute Nase für Prozesse, Prozessfähigkeit der Leute, Gruppendynamik der Gruppen und so weiter. Kommunikation, wie man miteinander umgeht, Interaktion. Und dann habe ich etwa 20 Gemeinschaften besucht und bei 18 war ich froh, dass ich wieder gehen konnte. Magst du die häufigsten Fehler aufzeigen, kürzer bitte, als nachher das, was eine Gruppe zum Gelingen bringt? Ja, das kann man in einem Satz sagen. Sie haben einfach die repressive Gesellschaft, das Sklavenhaltersystem, was wir haben in unserer Gesellschaft, reproduziert. Sie haben ihm eine andere Ideologie gegeben, einen anderen Überbau. Es war dann ein Häuptling oder es waren Patriarchinnen, die Chefs waren, oder es war ein Pärchen, der König und die Königin. Die nennen sich dann zwar nicht so, sondern Guru sowieso, oder Tantra-Lehrer sowieso, oder Therapeut sowieso, oder was auch immer. Aber sie haben dasselbe repressive Herrschaftssystem entwickelt oder reproduziert. Und es ist, war überhaupt kein Fortschritt. Das heißt, es geht nach wie vor eine Hierarchiestufung. An der Spitze steht jemand, der weiß, wie es richtig ist und alle anderen müssen sich dem entweder unterordnen und wenn sie es nicht schaffen, dann werden sie aus der Gemeinschaft entfernt. Aber sind wirklich alle Gemeinschaften noch so hierarchisch strukturiert? Also diese 18, die du gesagt hast, wo du froh warst, dass du wieder raus warst, gibt es da nicht auch noch andere Formen, warum es nicht gelingt? Ja, die Frauen machen dann viel subtilere Herrschaftssysteme. Dort läuft es dann nicht offensichtlich. Das sind dann informelle Hierarchien und informelle Herrschaftssysteme. Da wirst du nicht rausgeworfen, sondern zum Beispiel, wenn du jetzt eine abweichende Meinung vertrittst, dann redet plötzlich niemand mehr mit dir. Du musst dir mal vorstellen, du lebst in einer Gemeinschaft mit 180 Leuten und ab morgen redet mit dir niemand mehr. Sie grüßen dich nicht mehr. Wenn du zu ihnen etwas sagst, dann kommt keine Antwort. Das heißt, das ist entstanden durch Klatsch, durch Tratsch hinter deinem Rücken. Nein, nicht durch Tratsch, sondern die Funktionäre vom König und von der Königin wurden instruiert
und der hat einen Befehl rausgegeben, mit dem dürft ihr jetzt nicht mehr reden, der ist ein Verräter. Ja, was ja nun ganz deutlich zeigt, in dem Moment, wo ich in einer Gemeinschaft bin, wo mir in einer Phase der Mund verboten wird, also wo ich gewisse Sachen nicht äußern darf, wenn sie kontrovers sind und wo ich dann eine Reaktion bekomme, dass entweder keiner mehr mit mir redet, dann weiß ich ja, dass es ein hierarchisches System ist, wo der Befehl irgendeiner Person absolute Gültigkeit hat und alle anderen machen sich ja aber wieder freiwillig zu Sklaven, indem sie das auch noch ausführen. Ich meine, ich käme nie auf die Idee, weil jemand sagt, red nicht mit dem, das dann auch wirklich nichts zu tun, nicht? Das ist jetzt ein krasses Beispiel. Normalerweise läuft es natürlich so, man wird gemobbt oder man wird ausgegrenzt oder man wird lächerlich gemacht oder ja, das ist ja alles Quatsch, was der erzählt. Oder es gibt viele Möglichkeiten, aber das ist weniger das Thema. Das Thema ist vielmehr, die Leute sind dann in so einem System nicht prozessfähig. Was verstehst du unter Prozessfähigkeit? Für die, die es als genauer interessiert, ich habe Artikel geschrieben zum Thema unter der Rubrik Eros und Sophia. Da habe ich 9 Spielregeln entwickelt, was es braucht. Man könnte es so zusammenfassen: Wir brauchen eine neue Kommunikationskultur und eine neue Beziehungskultur. Das fängt damit an, wir müssen lernen, zuhören. Es gibt Leute, die hören sich selber am liebsten reden. Da muss ich auch immer wieder aufpassen, weil ich selber auch gerne rede. Und dann muss man darauf achten, dass alle denselben Raum bekommen, dass nicht Einzelne den König spielen oder das Alpha-Tierchen und die anderen dominieren. Dann ist es ganz wichtig, dass die Leute sich abgrenzen können. Damit man sich abgrenzen kann, muss man zuerst selber einmal wissen, wo sind meine Grenzen, und die muss man auch artikulieren können. Und die Grenzen der anderen muss man akzeptieren und einhalten können. Das können auch nicht alle. Dann ein weiterer Punkt ist, bin ich konfliktfähig? Das sieht man zum Beispiel daran, kann ich unterscheiden zwischen konstruktiver Konfliktlösung und destruktiver Konfliktlösung? Das können auch viele nicht. Und das Schwierigere ist dann, habe ich schon ein Muster gemeistert? Wir alle haben ganz viele Muster. Wir alle sind konditioniert und haben bestimmte Ticks und haben bestimmte Gewohnheiten. Und Muster sind dann happiger. Das sind abgespaltene Gefühlsteile, die immer wieder hochkommen. Am besten erkennt man das Muster daran, wenn ich mir im Nachhinein überlege, das war doch eigentlich eine Bagatelle. Ich weiß gar nicht, warum ich mich so aufgeregt habe. Und wenn das mehrmals passiert, dann kann man davon ausgehen, das ist ein Muster. Und wenn du jetzt Konflikte lösen kannst, dann musst du unterscheiden können zwischen echten Gefühlen und Emotionen. Emotionen sind abgespaltene Gefühle, die dann eben Muster produzieren, die immer wieder hochkommen. Immer wenn jemand in der Gruppe ist mit so einem blauen Pullover, wie du anhast, dann bringt mich das auf die Palme. Und ich habe dir das schon x-mal gesagt, meine liebe Astrid, dass mich das auf die Palme bringt. Aber für dieses Interview hast du jetzt ausgerechnet extra einen blauen Pullover angezogen. Du willst mich fertig machen. Und dann drehe ich den Spieß um und projiziere meine Aggressionen gegen dich. Statt herauszufinden, dass es vielleicht deine Mutter war, die immer dann einen blauen Pullover angehabt hat, wenn sie dich geprügelt oder ungerecht behandelt hat. Genau. Also, diese Muster
Das ist so wie mit einer Sprache oder einem Musikinstrument. Das erste ist das schwierigste, aber wenn du einmal drei Instrumente spielst, dann kannst du auch noch ein viertes lernen. Das ist dann nicht so ein Problem. Okay, also sind das die wesentlichen Ich Gründe, bin warum? fertig. Also Muster, hast du schon ein Muster gemeistert und kannst du unterscheiden zwischen Emotionen und Gefühlen. Und dann kommt die größte Herausforderung, kannst du deine Macht konstruktiv einsetzen? Die meisten Menschen haben noch nie darüber nachgedacht, weil Macht wird normalerweise genauso wie Hierarchie negativ dargestellt, aber es ist an sich neutral. Genauso wie Geld oder Sexualität oder Wind oder was auch immer. Die Frage ist, was machen wir damit? Wir können es konstruktiv oder destruktiv einsetzen. Und das haben wir aber nicht gelernt, weil wir in einer Gesellschaft konditioniert werden, wo eine Leistungsgesellschaft, wo es darum geht, dass wir entweder sind wir der Chef, der befiehlt, oder wir sind die Sklaven, die die Befehle ausführen müssen. Dazwischen gibt es nichts. Also wir sind nicht teamfähig. Und um teamfähig zu werden, müssen wir lernen, mit unserer Macht konstruktiv einzusetzen. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich in eine neue Gruppe gehe, dann frage ich die Alpha-Tierchen immer als erstes, kannst du mit anderen Alpha-Tierchen kooperieren? Und dann siehst du schon an der Aktion dieser Alpha-Tierchen, woher der Wind weht. Die meisten können das eben nicht. Und diejenigen, die das können oder die das gemeistert haben und ihre Macht konstruktiv einsetzen können, die haben gelernt zu switchen zwischen Lehrer und Schüler. Solange ich der bin, der am meisten Wissen und Können hat auf einem Gebiet, zum Beispiel beim Kochen, dann soll ich mein Licht auch nicht unter den Scheffel stellen und die Führung übernehmen in der Küche. Wenn aber jetzt einer kommt, zum Beispiel die Astrid, die noch viel besser kochen kann, dann muss ich fähig sein zu switchen von einer Sekunde auf die andere und zu sagen, ah, wunderbar, dass jetzt die Astrid kommt, die kann noch viel besser kochen als ich. Da kann ich noch etwas lernen. Und das ist normalerweise nicht der Fall. Die Könige und die Königinnen, die möchten überall König und Königin sein. Auch dort, wo sie keine Ahnung haben. Ja, sie beziehen eben ihre innere Kraft daraus, dass sie besser sind als andere. Und in dem Moment, wo dieses Besser als ihnen weggenommen wird, fühlen sie sich hilflos und das möchten sie natürlich nicht. Und ich würde es einfach gerne jetzt auch zum Ende bringen, was wir an negativen Sachen entdeckt haben, wobei da steckt ja schon eine Menge Hinweis drin, wie wir es ins Positive verändern können. Aber wir Ja. sind ja in der Schule und in unserem ganzen Wirtschaftsleben darauf getrimmt worden, dass wir den Gleichrangigen wegboxen müssen, um selber die Beförderung zu bekommen. Genau. Nicht, wir werden im Numerus Clausus müssen wir die einzige Eins in der Klasse haben, weil wenn da noch 10 andere Einsen sind, dann reicht mir das wieder nicht fürs Medizinstudium. Und wenn ich in die Firma gehe und da ist nur ein Chefposten frei, dann muss ich zusehen, dass alle anderen, die gleichrangig eigentlich sind, dass ich die aus dem Weg räume. Und wenn ich Firmenchef bin, dann versuche ich, andere Firmen kaputt zu machen, um der Platzhirsch zu werden. Nicht? Das ist ein gesellschaftliches Gesamtproblem, was wir uns haben erschaffen lassen. Und jetzt geht es aber darum, wir haben schon ganz viele Punkte angesprochen, warum das so ist. Was haben diese beiden Gemeinschaften, wo du gesagt hast, die sind positiv? Was haben die geschafft? Wie haben sie es geschafft? Also jetzt kommen wir zum Positiven. Richtig. Analyse und Kritik gibt es genügend, vor allem in Deutschland. Aber positive Lösungsvorschläge sind sehr rar.
Und das ist eigentlich das Wesentliche. Und zwar nicht nur Lösungsvorschläge im Kopf, sondern Lösungsvorschläge, die wir realisiert haben, die wir leben. Und das heißt jetzt, das gilt jetzt nicht nur für Gemeinschaften, sondern das gilt für alle Lebensbereiche. Das Leben ist so genial organisiert, dass wir jederzeit die richtigen Lebenssituationen und die richtigen Menschen anziehen, über das Resonanzprinzip, die uns die Chance eröffnen, unsere alten Wunden zu heilen und zu unserem göttlichen Potenzial vorzustoßen. Das heißt mit anderen Worten, wir müssen darauf achten, dass wir unsere Interaktion in unseren Beziehungen, in unseren Gruppen, in unseren Projekten, das Zwischenmenschliche, viel höher schätzen und beachten, weil ich habe die Erfahrung gemacht, 9 von 10 Projekten scheitern, weil sich die Leute zerstreiten, bevor sie überhaupt ihr Projekt auf die Reihe gekriegt haben. Oh ja. Und jetzt kommen wir zur Frage, wie können wir uns befreien, was können wir da tun? Nachdem ich beim, weiß ich, x-ten Gemeinschaftsprojekt das erlebt habe, dass sich die Leute zerstritten haben nach kurzer Zeit, habe ich noch eine Weiterbildung gemacht in Soziokratie. Und das wende ich jetzt überall an. Und fürs Erste ist das sehr nützlich. Das sind so Basics. Es geht zum Beispiel darum, jeder hat dieselbe Redezeit. Die Redezeit wird beschränkt. Alle Gespräche werden moderiert. Die Moderation kann wechseln, wird aber immer moderiert und es wird alles viel besser strukturiert. Zum Beispiel, warum sind wir überhaupt da? Zuerst eine Befindlichkeitsrunde und dann, was wollen wir hier? Wir sammeln die Themen. Nächste Runde Prioritäten festlegen. Und dann unterscheidet man zwischen Informationsrunden und Entscheidungsrunden. Und entschieden wird nicht mehr im Konsens, sondern im Konsent. Das heißt, wir, der Moderator oder die Moderatorin hört raus, ja, was wäre konsensfähig und macht einen Vorschlag, der, wo sich alle gut fühlen. Und dann kann man sagen, habe ich einen schwerwiegenden Einwand? Und wenn niemand einen schwerwiegenden Einwand hat, dann ist das entschieden. Und wenn jemand einen schwerwiegenden Einwand hat, dann muss er einen Lösungsvorschlag bringen und dann ist die Gruppe noch nicht entscheidungsfähig. Das verhindert, dass eine Gruppe von Egotypen, die irgendeinen ein Muster haben, einversucht, weil der andere Typ hat meine Freundin ausgespannt oder irgendwelche Ego-Spielchen, dass die dann das Veto erheben gegen einen Entscheid. Und ganz viele Projekte oder Gemeinschaften wurden blockiert durch ihr Veto. Also das läuft viel besser und die Leute kommen alle zu Wort. Auch die Mauerblümchen. Man muss nicht reden, aber jeder kommt der Reihe nach. Und es gibt keinen Hickhack mehr. Im Idealfall, wenn man das gut kann, wenn der Moderator oder die Moderatorin Erfahrung hat und das gut moderiert, dann erreicht man eigentlich einen Zustand, dass man vom Kampfmodus in den echten Gesprächsmodus kommt. Weil es geht immer im Kreis ringsum und deshalb kann man dann nicht mehr gegen den Gegner hetzen, sondern man kommt erst wieder daran, wenn man an der Reihe ist. Also was ich da als Problem gesehen habe, ist, dass wir konditioniert sind, warum,
dass wir als immer erst den Fehler suchen beim anderen oder in dem, was uns präsentiert wird. Also ich kenne so viele Runden, in denen etwas Ähnliches angedacht worden ist. Es scheitert nach sehr kurzer Zeit, weil der Fünfte im Bunde sagt, das lässt sich nicht verwirklichen und meistens noch nicht mal einen positiven eigenen Vorschlag bringt oder aber eine ganz neue Schiene fährt, weil er sein eigenes Projekt unbedingt vorstellen möchte. Und es wird so schnell, statt etwas Gemeinschaftsfähiges einzubringen, wird ein Punkt an einem Vorschlag kritisiert, der vielleicht auch verbesserungswürdig ist, aber darauf fokussiert man sich und macht dann meistens noch im Nachsatz, macht man denjenigen, der es vorgeschlagen hat, auch noch irgendwo vielleicht ein bisschen nieder. Immer der mit seinen komischen Ideen, die sind so außerirdisch, also das können wir sowieso nicht machen, ne? Gehst du? Das heißt, diese erste Runde, ist das nur positive Vorschläge oder dürfen die überhaupt auf die Vorredner eingehen? Die dürfen auf die Vorredner eingehen, aber das ist dann entscheidend, wer moderiert. Und das sage ich natürlich, es geht jetzt um das und nicht um die Kritik von dem, sondern wir müssen unterscheiden, wollen wir das Negative thematisieren oder das Gemeinsame? Das sind Grundsatzsachen, die ich immer zum Voraus schon kläre. Es geht, im Endeffekt geht es darum, wir müssen die Hierarchie drehen. Nur, wir sind in einer Kopfgesellschaft und wir müssen das drehen. Das Herz muss an der Spitze stehen und der Kopf ist dann der Ausführende der Impulse, die vom Herzen kommen. Und wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die das gecheckt haben, dann kann man eine Aufwärtsspirale produzieren. Wenn man da nichts macht, dann entsteht automatisch eine Abwärtsspirale, wo man sich zerfleischt, wo man sich kritisiert, wo man sich zerstreitet. Okay, das heißt, es ist eine neue Form von, ich nenne es mal gar nicht Diskussionsrunde, sondern von Ideenfindungsrunde. Wir müssen wegkommen vom Diskutieren. Das ist so eine Weiterentwicklung der Gladiatorenkämpfe. Diskussionen sind Kämpfe, wer Recht hat, wer es besser weiß, wer besser reden kann, wer schneller wieder das Wort ergreift, wer mehr rhetorische Fähigkeiten hat, wer witziger ist und so weiter. Wer den anderen besser ausstechen kann, das bringt überhaupt nichts, außer dass wir uns zerstreiten. Das ist eben destruktiv. Und wir müssen lernen, zum Beispiel eben diese Kreisgespräche ist ein Element von Soziokratie. Das kommt von den Indianern. Und dadurch entsteht dann eine ganz andere Atmosphäre. Und dadurch begegnen wir uns auf der Herzebene. Und das ist eigentlich die Aufgabe des Moderators, dafür zu sorgen, dass es in diese Richtung geht und nicht in die andere Richtung. Aber das reicht noch nicht. Jetzt hat jemand da etwas Längeres geschrieben, muss ich schnell lesen. Ja, das ist über Anastasia, diese Anastasia-Dörfer in Russland, die anscheinend sehr gut funktionieren. Nein, über Windberg. Windberg ist eine neue Gemeinschaft, die sich an Hügel orientieren. Lass uns noch mal weitermachen, bevor wir auf diese Anastasia-Form kommen. Ja. Wie war es? Du sagtest, Soziokratie ist eigentlich die Lösung. Und ein Aspekt von Soziokratie ist nicht die Lösung. Ah. Das ist Basics. Okay. Was gehört noch zur Soziokratie oder was gehört noch zu den Basics, damit eine Gemeinschaft gelingen kann? Ja, ich würde mal sagen, es lohnt sich eigentlich nur, sich mit Herzensmenschen zusammenzutun.
Alles andere ist verlorene Liebesmühe. Es braucht eine Kerngruppe von Herzensmenschen, die prozessfähig sind. Und prozessfähig heißt dann noch mehr als Soziokratie. Und wenn man so eine Kerngruppe hat, die eine Aufwärtsspirale produzieren kann, dann erträgt es noch ein paar wenige Ego-Leute, aber nur ganz wenige, weil die einen, die brauchen dann Jahre für ihre Muster und andere brauchen mehrere Inkarnationen. Und dann hast du sofort eine therapeutische Gruppe und das geht nicht. Das geht nicht. Das heißt, therapeutische Gruppe meinst du, da hast du dann Teilnehmer drin, die alle erst ihre eigene Therapie brauchen, bevor sie gruppenfähig sind. Und das heißt ja aber auch, dass es ganz entscheidend ist, dass man, wenn man so eine Gruppe gründet, jedes einzelne potenzielle Mitglied aus einer Herzensintelligenz herausprüft, ob es überhaupt geeignet ist, in dieser Gruppe dazu zu gehören. Genau. Das sieht man am besten nach den ersten drei hoppigen Konflikten. Jetzt ist es aber eine Gemeinheit, wenn ich zum Beispiel üblicherweise so eine Gemeinschaft gründe, dann wird als allererstes ein Haus gekauft oder ein Grundstück und dann trifft sich die Gruppe und fängt an, darauf was zu tun und dann entsteht der happige Konflikt. Und dann stelle ich fest, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird nie funktionieren, aber jetzt haben wir da irgendwie investiert, eine Immobilie und alles Mögliche. Was macht man? Schließt man sich Gemeinschaften an, wo man sieht, dass es schon funktioniert, aber du sagst, es sind nur 2 von 20? Ja, also ich bin dann zum Schluss gekommen, die Gemeinschaft, die ich suche, gibt es noch nicht. Aber jetzt kommt natürlich die neue Generation, die schon auf einem Level starten. Auf dem war ich erst, als ich dann 50 war, nach 20 Jahren Therapie. Aber die haben das alles schon im früheren Leben gelernt und die haben dann dadurch natürlich viel die besseren Chancen. Hast du Gruppen erlebt, wo die Jugend, ich will jetzt nicht sagen, den Ton angibt, aber wo ist diese sich gegenseitig befruchtende Gemeinschaft gibt, dass es ein paar ältere Weise gibt, die wertzuschätzen wissen, was die Jungen an neuem Spirit einbringen und gleichzeitig aber auch die Toleranz haben, gewisse Macken unserer Jugendlichen zu ertragen oder aber auf eine positive Richtung mitzuschieben? Ja, die eine Gemeinschaft, wo ich es mir hätte vorstellen können, das waren die Noyanas. Das war eine Jugendgruppe vom ZEC. Das ZEC macht immer so Camps für Jugendliche. Sag mal, ich schreibe das hier oben mal in den Chat, dass jeder das mitlesen kann. Sag das nochmal, das Wort, und das ist die ZEC-Gruppe. Wie schreibt sich die? Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung. Du kannst weiterreden. Und dann haben sie den Jugendlichen gesagt, ihr habt hier ein Haus, das könnt ihr renovieren. Wenn ihr das renoviert habt, dann könnt ihr es behalten. Dann haben sie das renoviert und dann haben sie ihnen gesagt, ja, nein, das könnt ihr jetzt doch nicht behalten. Dann sind die natürlich stinksauer geworden und haben gesagt, die scheiß Erwachsenen, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir machen jetzt alles selber. Und sind nach Köln und haben an verschiedenen Orten ihre eigene Kommune gemacht mit Mehrfachbeziehungen, mit freier Liebe, mit Gruppensex. Alles haben sie ausprobiert. Und als ich sie kennengelernt habe, da sind sie schon ein bisschen auf den Boden gekommen. Und ich habe dann mit einem der Gründer einen ganzen Nachmittag geredet und habe ihn und sie sind dann an dem Punkt gewesen, er hat sich gerade neu verliebt in eine jüngere, attraktive Frau. Dann haben sie beschlossen, das erste Mal,
Ja, wir gründen jetzt, wir fangen jetzt keine neuen Beziehungen mehr an. Wir pflegen nur noch die, die wir schon haben. Also die beiden, aber die sich neu zusammengefunden, neu verliebt haben. Ja, und das beschlossen. Wir haben beide noch ganz viele andere Beziehungen gehabt. Ach und so. Haben beschlossen, jetzt pflegen sie nur noch die, die sie schon haben und fangen nicht nochmals zusätzlich noch mehr an. Also gut, auf jeden Fall habe ich ihm dann die Frage gestellt, was war die größte Herausforderung in den 10 Jahren, wo ihr jetzt zusammenlebt? Dann hat er lange überlegt, ja, die größte Herausforderung waren die Hahnenkämpfe der Männer. Und ich sagte ihm jetzt, solange wir eine Gemeinschaft gründen wollen, eine Gruppe haben, in der es Hahnenkämpfe der Männer und Zickenkriege der Frauen gibt, dann kannst du es gleich vergessen. Dann gehst du am besten gleich wieder zur Nächsten. Das bringt überhaupt nichts. Die Leute sind dann eben noch nicht an dem Punkt, wo sie eine Aufwärtsspirale produzieren können. Also jetzt vielleicht noch konkret, was könnte man tun? Das betrifft nicht nur Gemeinschaften, das betrifft auch Projekte, betrifft aber auch Beziehungen. Was man tun kann, ist in erster Linie an sich selber arbeiten, dass man selber so weit kommt, dass man unabhängiger wird, ich sage bewusst nicht unabhängig, sondern unabhängiger. Oder man kann auch sagen, dass man souverän wird, nicht mehr abhängig. Ich war zum Beispiel jahrelang abhängig von meinen Freundinnen, weil ich eine zu schlechte Beziehung zu mir selber hatte und dann konnte mich meine Freundinnen ständig erpressen. Das haben sie natürlich auch gemacht. Ich habe natürlich auch genau solche Freundinnen angezogen, weil das Leben ja so alles optimal organisiert, dass man immer genau die richtigen Lektionen bekommt, bis ich so weit war, dass ich realisiert habe, ja, es wird ja nicht besser, es wird immer schlimmer. Bei jeder Freundin wird es noch schlimmer. Das heißt, sie konnten dich deswegen erpressen, weil sie dir etwas gegeben haben, was du dir selbst nicht geben konntest. Was ich mir nicht gegeben habe, ich hätte mir das schon geben können, aber ich war noch nicht an dem Punkt. Was war es? Selbstliebe? Dich, Selbstachtung? Genau. Okay. Und es war Muster meistern können. Ich sage da mal eine Metapher, um das zu veranschaulichen. Solange wir Muster haben, die uns beherrschen, da muss man sich das vorstellen, wir werden am Halsband rumgeführt, wie ein Hund vom Frauchen oder vom Herrchen. Und wenn wir das Muster gemeistert haben, dann dreht sich das um. Das Muster ist immer noch da, aber wir führen das Muster am Halsband spazieren und sagen links oder rechts oder hü oder hot, weil wir Meister oder Meisterin über unser Muster sind, weil wir den Dreh gefunden haben, wie wir unser Muster meistern können. Kannst du da ein ganz konkretes Beispiel zu sagen? Ich meine, ich verstehe es intellektuell, aber es ist schwer nachzuvollziehen, wie ich mir ein Muster, ich dachte immer, man sollte es auflösen, stattdessen akzeptiere ich es und fange aber an, das Muster zu steuern, statt dass das Muster mich steuert. Hast du da ganz konkret was zu? Ja, also ich kann ein kurzes Beispiel geben, aber das dauert zu lange, um das genau zu erklären. Da müssen wir noch ein Video machen. Ich habe das ganze Leben lang unter Depressionen gelitten. Zum Glück nur im Winter, sogenannte Winterdepressionen. Und ich hatte leider das ganze Leben gebraucht, um den richtigen Dreh zu finden, das richtige Tool zu finden, um mein Muster Depression zu meistern.
Und vor etwa 4 Jahren ist mir dann das gelungen. Das Muster ist immer noch da. Es gibt immer noch diese Attacken der Depression. Und dann muss ich dann meine Übungen machen. Und wenn es heftig kommt, dann muss ich das vielleicht 10-mal machen. Ich bin im Wallis auf einer wunderschönen Tour. Blauer Himmel, Sonnenschein, wunderschöne Landschaft, wunderschöne Natur. Aber ich kann mich überhaupt nicht freuen. Ich bin einfach traurig, traurig, traurig. Das ist ein Muster, aber wie kannst du es jetzt steuern, dass es dir dient? Und dann nehme ich das Muster auf den Schoß und sage, rede mit dem Muster, also die Trauer. Es ist die Trauer oder die Wut in meinem Fall. Nehme ich die Trauer auf den Schoß wie ein kleines Kind und oder setze es auf den Lenker meines Mountainbikes und rede mit ihm. Liebes Muster, du bist auch ein Teil von mir. Wir fahren jetzt da Mountainbike. Es ist eine wunderschöne Tour. Und ich bin jetzt auch ganz bei dir. Ich bin ganz traurig. Und dann fühle ich mich in die Trauer hinein und bin eine Minute traurig, traurig, traurig. Mit etwas Übung bin ich dann nur noch 30 Sekunden oder nur noch 10 Sekunden traurig, traurig, traurig. Und fühle mich das da hinein. Der Gedanke ist nicht wesentlich, der Gedanke hilft nur, mich da reinzufühlen. Und dann nach einer Minute oder nach 10 Sekunden sage ich, aber wir haben hier den freien Willen und ich entscheide mich jetzt für Leichtigkeit und Freude. Und eben, wenn es happy kommt, dann muss ich das 10-mal machen. Und dann ist es weg. Also ein Schlüssel ist es ja, dass du dieses Gefühl der Trauer, was dich stört, nicht einfach versuchst wegzuschicken und zu sagen, Trauer, geh weg, ich kann dich nicht gebrauchen, sondern dass du, wie man mit dem inneren Kind ja auch arbeitet, sagst, was willst du mir sagen? Also man muss noch nicht mit dem inneren Kind arbeiten, sondern man muss einfach nur den Mut haben zu sagen, im Moment fühle ich mich traurig, sehr, sehr traurig. Und dann, ich lasse dieses Gefühl in seiner ganzen Tiefe zu. Und wenn es wirklich einmal zugelassen worden ist, dann löst es sich ja auf, wenn ich ihm einen neuen Befehl gebe. Genau. Und als inneres Kind sich das vorzustellen, ist immer wunderbar. Dann hat man ein Gegenüber, dann kann man miteinander reden und dann kriegt man meistens ja auch ein direktes Feedback, dass es plötzlich von selber anfängt zu strahlen oder sagt, endlich hast du mir mal zugehört. Ich wollte dir das schon so lange sagen, aber du hast ja immer nur mich weggeschoben und dann geht's ja nicht. Wunderbar. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren jetzt bei den Gemeinschaften, also dass im Grunde genommen sie nur funktionieren kann, wenn ich sie von vornherein mit erwachten Menschen, also mit Menschen starte und auch mich mit ihnen zusammenbegebe, die einfach prozessfähig sind, wie du es nennst, dass sie nicht mehr von ihrem... Eine Aufwärtsspirale produzieren können. Und das geht aber nur, wenn sie herzbasiert sind und wenn sie diese ganzen Ego-Machtspiele durchschaut haben und bereit sind aufzugeben. Genau. Und mindestens ein Muster gemeistert haben. Okay. Sag uns doch nochmal was Schönes zu den Gemeinschaften, die du erlebt hast, die wirklich funktionieren, die beiden. Also ich muss noch einfügen, das bezieht sich auf die Kerngruppe. Die ersten 3 oder vielleicht besser die ersten 5 oder 7, die ein Projekt starten wollen, das für die gilt dieses Kriterium. Nachher nicht mehr. Man kann nicht dass die Messlatte so hoch ansetzen. Wir wollen nur Erleuchtete. Das geht nicht. Also das Positive war, ich war bei dieser Gemeinschaft von dieser ehemaligen Jugendgruppe, war ich nur ganz kurz, über ein Wochenende. Aber wenn man eben viel Menschenkenntnis hat und viel
Gruppenerfahrung, dann realisiert man das sehr, sehr schnell, woher der Wind weht. Und dann hatte ich das Glück, dass sie am Sonntagmorgen beim Frühstück einen happigen Streit hatten. Und zwar war der Streit dermaßen happig, dass sie sich angeschrien haben. Am Sonntagmorgen am Frühstückstisch mit einem wildfremden Gast, der da die Gemeinschaft kennenlernen wollte, haben sie sich angeschrien. Das ist zumindest ehrlich. Sie haben keinerlei Fassade vor dir gespielt. Aber der Unterschied war, sie haben nicht unter der Gürtellinie sich bekämpft, sondern über der Gürtellinie, beziehungsweise sie haben konstruktiv gestritten. Und das musst du auch zuerst können. Das können die meisten Leute nicht. Das ist richtig. Meistens wird dann der Charakter des Gegenübers plötzlich ins Spiel gebracht, den man schon immer mal verteufeln wollte. Und dann hört es auf, irgendwas mit dem Sachlichen zu tun zu haben. Dann geht es ins Persönliche und das ist eben unter die Gürtellinie. Das heißt, für dich die erhabene Erkenntnis war es, dass dort ein Streit ausgetragen wurde, der völlig authentisch war, der auch in dem Moment, wo er dran war, hochbranden durfte, egal ob da ein Gast ist oder kein Gast ist. Und dann wurde dieser Streit auch noch in einer sachlichen bzw. konstruktiven Form ausgetragen. Und haben Sie sich nachher geeinigt? Das weiß ich nicht. Ich war nicht so lange dort. Aber Sie haben zum Beispiel nicht dies umgedreht und Ihre Aggressionen auf den anderen projiziert, sondern Sie sind bei sich geblieben und haben gesagt, das hat mich verletzt, das hat mich wütend gemacht. Das finde ich eine Sauerei. Aber nicht du bist eine gemeine Zecke, dass du diesen blauen Pullover angezogen hast. Du willst mich fertig machen, du Schwein, du. Ja, das ist es eben, das ist ja eine der Ideen von jeglicher Form von konstruktiver Kommunikation, dass ich meine Gefühle ausdrücke und nicht dem anderen etwas unterstelle, was er mit mir macht. Denn wenn ich wirklich in meiner eigenen Kraft bin, kann niemand etwas mit mir machen oder mit meinen Emotionen etwas machen. Wie ich fühlen will, ist immer noch meine Hoheit. Ob ich mich davon belästigt fühle oder aber ich darf sehr wohl ausdrücken, was ich gerade selber empfinde. Und damit gehe ich dem anderen eben nicht an die Gurgel, sondern er hat dann auch die Wahl zu sagen, jo, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Oder aber du hast es mal gebraucht, kann er ja auch sagen, wenn mein Ego übernommen hat. Das ist ja auch eine Gemeinschaft, die setzt du schon zu den Positiven und trotzdem sieht man, dass es da noch ganz gewaltig kracht im Gebälk. Was ist denn die andere? Dort, wo es nicht kracht im Gebälk, das sind eher die Harmoniesüchtigen. Das ist eine Suchtgemeinschaft. Eine Gemeinschaft. Harmonie um jeden Preis heißt ja eigentlich immer, dass ich essentielle Gefühle, die ich habe, unterdrücken muss, damit ich dem der allgemeinen Harmonie nicht störe. Also in einer Harmoniegesellschaft darf keiner plötzlich laut Kritik äußern, weil das würde sie ja alle aufscheuchen wie die Hühner. Siehst du ja das als positiv? Das ist ein großes Problem unserer Gesellschaft. In einem Vorstand, in dem ich tätig bin, sage ich dem jeweils so: Wir sind immer nett zueinander und den Sprengstoff wischen wir unter den Tisch. Aber was passiert dann, wenn du den Sprengstoff über Monate oder Jahre ständig unter den Tisch wischst? Dann entsteht da unter dem Tisch irgendwann eine Bombe. Und die geht irgendwann hoch. Und daran scheitern dann ganz viele Gruppen. Kannst du deinen Bildschirm nochmal runterholen? Man sieht dich nur noch ab Kinn. Wunderbar.
Noch ein bisschen. Fantastisch. Ja, dass man Konflikte nicht auf die Dauer unterdrücken kann oder umgekehrt, wenn man sie unterdrückt, werden sie auf die Dauer immer stärker und irgendwann kommen sie explosionsartig an die Oberfläche und zersprengen aber alles in der Regel. Also das ist auch nicht die Lösung. Sag mir doch, wie diese perfekte Gemeinschaft funktioniert oder die, die du gefunden hast. Die habe ich noch nicht gefunden, aber ich kann dir sagen, wie das aussehen könnte. Wenn sich Herzensmenschen zusammentun, die schon ein bestimmtes spirituelles oder menschliches Niveau haben in ihrer menschlichen Entwicklung, dann erzählt man sich gegenseitig, wo man gerade steht, was man schon alles gemacht hat, was man alles ausprobiert hat, diese Methode, diese Therapie, und so weiter. Das hat gefruchtet, das hat nicht gefruchtet, das hat mich weitergebracht, das war ein Fehler, das war ein Umweg. Und dann wissen wir alles oder sehr viel voneinander und können uns gegenseitig bereichern und unterstützen. Und weil ich dann genau weiß, an was das du gerade arbeitest, welches Muster das du gerade in der Pipeline hast, dann kann ich dich viel besser unterstützen, wenn du in dein Muster zurückfällst. Und dann können wir zusammen Prozessarbeit machen und das kann eben Spaß machen. Das muss nicht immer Moloche sein und ganz viel Arbeit, sondern das kann Spaß machen. Und wenn Leute zusammen sind, die da ein bisschen schon Übung haben, dann macht es unheimlich Spaß, weil wir zusammen eine Aufwärtsspirale produzieren und die Schwingung erhöht sich und erhöht sich. Und so kann man ein Kraftwerk kreieren. Und an der Stelle kommt mir einfach in den Sinn, muss ich einfach ein bisschen Reklame machen für das transformale Netz von der Annegret Halanzi. Denn die übt ja mit den Menschen, die sich in diesem transformalen Netz finden, genau diese Prozessarbeit, die sich als aufwärts drehende Spirale gegenseitig befruchtet und etwas noch Schöneres, Größeres hervorbringt. Und hier fragt Gerhard, müssen sich die erst finden oder gibt es die schon? Ja, da gibt es schon sehr viele im transformalen Netz. Und zwar gibt es die dezentral quer durch die Bundesrepublik. Kannst du einfach mal die Webseite aufrufen, transformalesnetz.de oder transformales-netz.de und findest dort die lokalen Gruppen, die sich dieser Form der Kommunikation verschrieben haben. Es ist dann an dir, sie zu inspirieren, eine Gemeinschaft zu gründen. Ich glaube, die wohnen alle noch dezentral. Aber eine Sache kommt mir noch ganz wichtig. Ist es wichtig in solchen Gemeinschaften, dass jeder seinen eigenen Raum hat? Also jetzt wirklich physisch, dass er ein kleines Reich hat, das ist mein, da kann ich tun, wie ich will. Und dann gehe ich in die Gruppe und da passe ich mich gewissen Geschichten an oder da. Nicht in der Gemeinschaftsküche gilt natürlich die Regel, dass jeder seinen eigenen Dreck wegmachen muss oder es mindestens so hinterlassen muss, wie er es vorgefunden hat. Wenn ich ein Schlamper bin und zu Hause habe ich auch noch eine kleine Küche, kann ich mein Geschirr auch mal 3 Tage sammeln und dann erst abwaschen. Das sind verschiedene Regelungen und es ist wichtig, dass man seinen eigenen Raum hat. Das hängt ganz davon ab, wie weit du in deiner Entwicklung bist, wo du deine Grenzen hast. Auf meiner Rubrik Eros und Sophia habe ich ein Märchen geschrieben, die Froschköniginnen. Das ist ein Experiment. Wir haben alle zusammen 5 Leute oder 6 Leute eine Wohnung gemietet in der Zürcher Altstadt mit einem großen, schönen Raum in die Stube und eine 5-Zimmer-Wohnung. Die haben wir nach funktionalen Räumen eingeteilt. Ein Büro, ein Schlafraum mit Ruhe und ein Schlafraum für Leute, die gerne zusammen Sex machen wollen, ein Meditationsraum, ein Büroraum
und so weiter. Und dann habe ich die Leute etwas beschrieben, die da mitgemacht haben. Und jeder hatte die Möglichkeit, wenn es nicht klappt, dann kann ich wieder zurück in meine Wohnung. Aber solange es Spaß macht, solange wir da weiterkommen, dann bleibe ich im Prozess 24 Stunden rund um die Uhr. Ich kann mich zurückziehen oder ich kann in die Gruppe gehen, ich kann die Prozesse mitmachen oder ich kann sagen, ja nein, jetzt ist es mir zu viel. Und daraufhin kam ich immer wieder Anfragen, ich würde gerne mitmachen bei dieser Gemeinschaft. Wie weit seid ihr schon? Könnte ich da auch dazukommen? Und da muss ich immer zurückschreiben, ja, tut mir leid, ich habe das ja geschrieben, es ist ein Märchen. Aber trotzdem, es war anscheinend so eine Sehnsucht von vielen Leuten, dass sie gerne da mitmachen. Wenn es eben konstruktiv läuft, dann riskieren die Leute ganz viel. Also natürlich nicht alle, aber es gibt viele Leute, die ganz viel riskieren würden, wenn es gut läuft, kreativ und eben nach oben und nicht nach unten. Und dann gibt es Leute, die zum Beispiel die Anastasia-Dörfer, das sind eher Familienleute, die möchten ihre Familie und ihr Häuschen, aber ohne Haken darum herum. Sie möchten eine Gemeinschaft, aber ich möchte mein eigenes Häuschen. Das scheint mir eine einfachere Form des Zusammenlebens zu sein, im Sinne von, das scheint mir eher und schneller zu funktionieren als jetzt noch eine größere Integriertheit. Weißt du, der Prozess, der kommt immer. Man kann ihn einfach bremsen und blockieren oder man kann ihn zulassen oder man kann ihn beschleunigen. Das ist individuell verschieden. Je nach Geschmack, man kann sich auch über den Geschmack nicht streiten. Es gibt verschiedene Geschmäcker. Und ich bevorzuge die Leute, die gerne den Sprung ins warme Wasser wagen. Jetzt müsste sich, weil du lebst ja offensichtlich im Moment auch nicht in einer Gemeinschaft, sondern in deiner eigenen Wohnung, wenn ich das richtig verstanden habe. In einer kleinen, ich habe eine kleine Wohngemeinschaft, aber noch nicht diese prozessorientierte Gemeinschaft. Da sind wir, wir machen auch eine Gruppe von Transition Town Herz und Seele. Das gibt es bei jedem Transition Town Projekt, weil die auch gemerkt haben, wenn sie das Zwischenmenschliche nicht bearbeiten und etwas damit das beachten, dann zerstreiten sich die Arbeitsgruppen die ganze Zeit. Und wir arbeiten jetzt in unserer Gruppe Herz und Seele am Realität kreieren. Wir kreieren unsere Herzenswünsche. Wir lernen zu visualisieren und zu imaginieren. Dasselbe, was die im transformalen Netz auch machen. Wir haben einfach unsere eigene Methode, alles Eigenentwicklung und das funktioniert ganz gut. Ja, und meine, ansonsten kann ich ja jedem nur empfehlen, also diese Idee, die du in deinem Märchen beschrieben hast, die ja noch ein Märchen ist, könnte ja jede Gruppe, die sich zusammenfindet, vorausgesetzt, sie hat gemeinschaftlich das Geld, eine neue Wohnung anzumieten, einfach mal ausprobieren. Nicht? Das ist ja ein relativ geringes Risiko, wenn ich mir für ein halbes Jahr lang oder einfach so eine Wohnung mal anmieten könnte, geteilt durch 6, muss man natürlich erstmal haben, das Geld, und da einziehe und wenn es dann schief geht, kann ich in meine alte Wohnung zurück. Also dann hat es aber das nächste Problem, dass die anderen 5 eine erhöhte Miete haben, nicht? Ja, du kannst auch geteilt durch 10. Weißt du, gibt es solche großen Wohnungen? Nein, du hast ja Funktionsräume. Du hast keinen eigenen Raum. Privatraum ist abgeschafft. Das ist Hardcore. Das ist allerdings Hardcore.
Da muss es aber auch einen Stilleraum geben, wo man also nicht gestört werden darf von niemandem. Da können zwar drei Leute drin sitzen, aber es ist bei Strafe verboten, dem anderen irgendwas zu beobachten, zu sagen, zu reden, zu machen, zu tun. Ja, das habe ich ja gesagt. Der Meditationsraum ist auch dabei. Das Büro ist auch dabei. Und es gibt zwei Schlafräume. Der eine Schlafraum für ruhig schlafen und der andere Schlafraum für die heiße Party. Ja, es gibt verschiedene Bedürfnisse. Und die Frauen haben gar nicht so andere Bedürfnisse als die Männer. Das sagen nur die Feministinnen die ganze Zeit. Das ist ja auch alles sehr theoretisch, was die zum großen Teil sagen. Also ich glaube, wenige haben es wirklich in der Praxis ausprobiert, wie das funktioniert. Und das scheint mir jetzt einfach mal ein Experiment zu sein, dass wir. Ich könnte mir vorstellen, das wäre ein gutes Vorab, bevor ich mit diesen Menschen eine Gemeinschaft gründe, es mal ein halbes Jahr so zu probieren, dann weiß ich schon, ob das vielleicht die richtigen sind, um dann später mal ein richtiges kleines Ökodorf zu gründen oder nicht. Genau. Und ich kann auch noch gleich sagen, wenn jemand eine Gruppe bildet für ein Projekt oder eine Gemeinschaft oder irgendwas und eine Gruppe bilden möchte, die lernen möchte, eine Aufwärtsspirale zu produzieren, anstatt eine Abwärtsspirale, dann helfe ich gerne dabei und verlange nur Spesen und alles andere ist auf Spendenbasis. Wow, das ist ja mal ein tolles Angebot. Das heißt, du fährst dahin, wo immer das sich gründet, guckst dir das an mit deiner jahrzehntelangen Erfahrung, hilfst oder findest unter Umständen ein paar schwierige Punkte, die du hilfst, den Teilnehmern zu erkennen, damit sie sie selber lösen können. Denn du willst ihnen ja die Lösung sicherlich nicht vormachen oder vorerzählen. Das kann es ja nicht sein für eine autarke Gruppe. Und alles, Nein. was du brauchst, sind deine Spesen und eine Spende, damit du auch deine zu Hause deine Wohnung weiterfinanzieren kannst. Das müssen wir ja alle. Ich meine, ich lebe ja auch von Spenden und ich mache es auch gelegentlich hier mal einen Spendenaufruf loslassen, denn sonst könnten wir diese Interviews nicht so machen, dass wir sie alle auf YouTube stellen, ad infinitum gratis, damit auch diejenigen sie ewiglich weiterhören können oder nochmal nachhören können, die das Geld nicht haben, um sich so ein Konferenzpaket zu kaufen, wie es üblicherweise in diesen Online-Konferenzen ja der Fall ist. Also, vielen Dank. Hast du noch einen wesentlichen Punkt, der dir jetzt noch am Herzen liegt? Ja, wir sind daran, so eine Gruppe zu gründen. Jetzt nicht die Hardcore-Gruppe, das wäre dann noch eine andere Geschichte. Da braucht es auch Leute, die das interessiert. Aber wir sind daran, eine Gruppe zu gründen von Herzensmenschen, die Prozessarbeit machen zusammen und dabei Spaß haben. Das ist das Ziel. Und was stellt ihr euch vor? Eine kleine Landwirtschaft dabei oder eine städtische Kommune oder habt ihr da noch irgendwelche zusätzlichen Vorstellungen? Ja, da gibt es verschiedene Projekte. Mein Projekt ist jetzt gerade ein Filmprojekt. Ich möchte einen Film machen, der besser ist als Tomorrow. Wow. Den Film muss man sich überhaupt erstmal angucken. Kann ich jedem nur empfehlen. Tomorrow ist ein fantastischer, inspirativer Film, was man alles machen könnte. Und wir haben ein Zeitungsprojekt, Transition Town Zeitung. Der Matawa, mit dem ich zusammenarbeite in der Transition Town, hat in Togo ein Permakulturprojekt. Ja, wir haben ganz viele Projekte. Und das bringt mich auf den traurigen Punkt, dass wir über Permakultur gar nicht geredet haben und über Aquaponik auch gar nicht geredet haben, bei so viel Prozessarbeit und Gemeinschaften. Du hast ein paar Fakten zu Permakultur, die mich umgehauen haben und die sollten wir einfach nochmal anbringen. Warum Permakultur? Machen wir doch ein weiteres Video. Großartig. Das ist sowieso viel besser, denn diese super langen Videos hat kein Mensch Zeit anzuhören. Wir sind jetzt schon wieder über die Stunde hinaus. Lieber Markus, zum Ende der Serie machen wir noch ein zweites Video und das geht dann um
ökologische Landwirtschaft, Permakultur, Aquaponics und das, was man machen kann, wenn man sich selbst nachhaltig sich selbst versorgen will und warum das überhaupt die Lösung für unseren Planeten ist, dass wir ihn nicht weiter zerstören und ausbeuten, so wie es im Moment geschieht. Und Transition Town. Und Transition nehme ich auch gern noch auf. Ich freue mich schon auf das nächste Interview. Wir werden einen Termin finden. Und damit bedanke ich mich für heute Abend erstmal ganz, ganz herzlich bei dir und wünsche dir noch einen schönen Restabend. Und tschüss. Und es tut mir leid, dass wir jetzt die Fragen nicht alle beantworten konnten, aber ihr könnt mir gerne ein Mail senden oder ihr könnt mich anskypen oder ihr könnt mich anrufen. Und wenn man auf deine Webseite geht, die ich inzwischen da oben reingeschrieben habe, dann findet man alle persönlichen, also alle Kontaktdaten von Markus gleich vorne auf der Webseite, sowohl seine Telefonnummern, seine Skype-Nummer, alles hat er dort preisgegeben. Also brauchen wir es nicht zu wiederholen. Ja. Nein, Skype habe ich, glaube ich, nicht veröffentlicht. Da muss man eine Mail schreiben. Okay, ja, das macht auch Sinn, sonst klingelt Skype dauernd. Genau. Vielen lieben Dank und noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen und eine gute Nacht wünsche ich allen.